Die A43 bei Münster. Eine Autobahn, auf der immer öfter Unfälle passieren. Deshalb kontrolliert hier die Polizei verstärkt. In einem Zivilfahrzeug, ausgestattet mit Videomessung, machen die beiden Beamten Hartmut Heider und Ralf Stork Jagd auf Drängler und Raser. Messung läuft. Wir sind jetzt hier in der Baustelle, 60 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind eigentlich mit dem fließenden Verkehr mitgefahren. Da hat uns einer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Jetzt haben wir die erste Messung mit 103 gemacht. 103 bei Tempolimit 60. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 106,82 war die höchste Messung. Er ist auf jeden Fall so viel zu schnell, dass wir ihn auf jeden Fall mal anhalten. Die beiden Beamten setzen sich mit ihrem 300 PS starken Passat neben den Raser und geben sich zu erkennen. Sie fordern den Fahrer auf, ihnen zu folgen und ziehen ihn nach der nächsten Baustelle raus. Guten Tag, Stork ist mein Name von der Autobahnpolizei Münster. Einmal bitte Führerschein und Fahrzeugschein. Den Grund des Anhaltens können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. 106 haben wir gemessen, um genau zu sein 106,82. Ziehen wir 5% Messtoleranz ziehen wir ab, sind 6 km/h, dann bleiben wir bei 100,82. Das heißt, Sie sind 40,82 Kilometer zu schnell gefahren. Da müssen Sie sich mal selber hinterfragen, ob man mit 110 durch eine Baustelle fährt, wo 60 ist. Ne? Ich hatte ein bisschen Eile gehabt. Ja, ich weiß, es war jetzt fast das Doppelte gewesen. Jetzt auf der Baustelle auch noch, wo man eigentlich mehr achten müsste. Ja. Eigentlich fahre ich ja vernünftig, langsam. Eigentlich. Ja. Aber ich habe sie da schon gemerkt gehabt, direkt, wo ich dann gemerkt habe, der kommt hinterher. Ja. Wissen Sie, dass Sie Glück gehabt haben? Glück, wobei. Wären Sie 0,18 km/h schneller gefahren, dann wäre der Führerschein für einen Monat weg. So sind Sie gerade noch im normalen Bußgeldbereich, also nicht im Fahrverbotsbereich. Ab 41 ist der Führerschein weg. Die A12 zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Äußerlich ein unscheinbarer Mercedes Sprinter. Doch innen sind verschiedene Kameras angebracht. Damit kann man sogar in die Führerhäuser von LKWs filmen. An Bord die beiden Beamten Ralf Rieck und Werner Weinhage. Gut, 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 weiter. Jetzt fahren wir noch mal ein Stück auf seine Höhe. Sie haben einen in die Jahre gekommenen LKW im Visier. Einfach mal Kontrolle, Sozialvorschriften, Ladungssicherung. Dann gucken wir uns mal an, ob das alles im grünen Bereich ist, was er hier transportiert, ob er seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten hat. Der Lastwagen kommt aus Polen. Die Polizisten lotsen den Fahrer zum nächsten Parkplatz. Dobre. Kontrolle an der Polizei, Dokumente. Die beiden Beamten haben den Verdacht, dass der betagte LKW nicht mehr im besten technischen Zustand ist. Kontrolliere was tun nichts. Machen wir hinten Abwusch. Wollen wir gucken, ob die Ladung ordentlich gesichert ist, die er transportiert. Und dann machen wir noch mal einen Rundgang um den Trailer. Denn der hat auch schon seine Kilometer auf dem Buckel. Ob da alles in technisch einwandfreien Zustand ist. Der LKW-Anhänger ist vollgepackt bis unters Dach. Beladen mit Papier. Guck mal, hier biegt's da schon. Hier tut's da schon die Planke rausdrücken. Alle. Da musst du um. Da habe ich ein Problem. Da musst du oben auf Euro-Palette legen. Ich habe keine Paletten. Ja, dann. Ja. Du, Kidovca, ich nicht. Nicht mal an die Rutschmatte. Ja. Die Ladung ist nicht ausreichend gesichert. Das Leben ist beschissen und so kurz wie eine Hinterleiter, aber du musst was machen. Komm. Dann gucken wir uns das mal an. Das will mir nicht gefallen. Tust du entweder. Aber ich habe keine Paletten. Na, dann musst du dir Paletten besorgen, wenn du fahren willst, Kumpel. Hast du Passa? Ile Passa? Zeig mir deine Passa mal. Ja, Ile Mam. Ja, ja, Ile Mam. Na, du schon mal. Na, zeig mal, zeig mal. Du mein Pass. Ja, komm, lass mich mal. Guck mal, zeig mir mal die Passa. Hast du überhaupt welche? Passa sind Spanngurte. Der Fahrer hat welche. Aber was für welche? Schlott. Eingerissen.
Das ist ein Schrottlager. Die kann alle wegschmeißen. Die Gurte sind vermutlich genauso alt wie der ganze Auflieger. Polnisches Kennzeichen, aber bis 2011 war das der Trailer in Deutschland. Denn er hat hier die technische Kontrollmarke gekriegt. Also die Technik, da war bis 2011 war er in Deutschland. Und man sieht auch, dass er schon seine Jahre gelebt hat. Wenn man hier sieht, hier Rost. Er hat sein Leben schon gelebt. Er ist in Deutschland schon 8-mal um die Erde gefahren. Jetzt fährt er in Polen noch 6-mal um die Erde und dann geht er nach Litauen. Und wenn er Litauen überlebt hat, geht er nach Afrika. Aber nur, wenn er auch die heutige Kontrolle überlebt. Werner Weinhage, seit 29 Jahren bei der Polizei, weiß, wo er nachschauen muss. Ach du Scheiße. Hier, der Achsellocker. Sagen wir, du hast ein Problem. Kommen Sie mal mit, dann müssen wir auf die andere Seite gehen. Denn da hat der Polizeihauptmeister das Problem gesichtet. Hier, Federbrite. Ja, das haben wir uns unten angeguckt und da habe ich hier gesehen, dass bei der A-Achse die Achse locker ist. Und so kann er die Fahrt nicht fortsetzen. Während der Fahrt kann sich ja die Achse lösen. Und wisst ihr, was passiert, wenn der Hänger über die Achse fährt? Da können wir, wenn alles schief geht, mit ein paar Toten rechnen. Kannst schon mal mit Chef telefonieren. Ob er denn weiterfahren kann bis Polen? Ja, nach Polen geht's nicht mehr. Da müsst ihr hier reparieren. Das, du hast voll beladen, Tonnage ist da drauf. Da ist Korn jetzt. Auf der A43 bei Münster sind die Polizeibeamten Hartmut Heider und Ralf Stork immer noch mit dem Fahrer des Passat beschäftigt. Er war mit über 100 km/h in einer Baustelle unterwegs, bei einem Tempolimit von 60. So, Herr K***, Führerschein, Fahrzeugschein, gibt's zurück? Ja. Wenn's geht, ein bisschen langsamer. Ja, mach ich. Ne? Wie gesagt, knapp dran am Fahrverbot, das sollte man sich besser sparen. Ja. Gerade hier in der Baustelle, das ist links so eng und wenn Sie dann mit 100 anfahren, herfahren und da kommt einer an, der unterschätzt Ihre Geschwindigkeit, haben wir da direkt wieder einen dicken Unfall. Das wollen wir nicht. Ja. Was erwartet mich jetzt da? Wir kriegen jetzt ein Bußgeld, das wird liegen um die 120 Euro und einen Punkt. Nichtsdestotrotz, gute Weiterfahrt. Dankeschön. Und ein bisschen langsamer. Mach ich. Alles klar. Gut. Tschüss. Dankeschön. Ja, der gute Mann hatte jetzt richtig Dusel. Also wäre er 0,18 Stundenkilometer schneller gefahren, wäre halt im Bereich von einem Monat Fahrverbot gewesen. Inzwischen regnet es in Strömen. Schnell fahren ist jetzt noch gefährlicher als bei trockener Straße. Doch auch das hält Raser nicht ab. Hier ist jetzt 100. Ihm vor uns scheint es relativ egal zu sein. Er fährt jetzt um die 120. Wir lösen mal eine Messung aus. Messung läuft. Und 130. Wenn man sich überlegt, dass die Fahrbahn nass ist und dass hier auch noch nicht nur Geschwindigkeitsbegrenzung ist, sondern hier stehen auch noch Warnschilder, dass es hier sehr oft zum Stau kommt. Das heißt, wir werden ihn jetzt gleich mal rausziehen und mal fragen, was er sich dabei denkt. Ja, bei dieser Gischt, wir sehen das ja jetzt, auf jeden Fall ist die Sicht eingeschränkt, aber was noch viel schlimmer ist, bei so einer Fahrbahnnässe und bei einer Temperatur von 4, 5 Grad erhöht sich natürlich auch der Bremsweg immens. Und wenn er dann bei einer schlechten Sicht auf ein Stauende stößt, kommt es dann unweigerlich zum Verkehrsunfall. Und das werden wir ihm gleich mal erklären. Auf die runtergeklappte Sonnenblende mit dem Text Stopp Polizei reagiert der Fahrer allerdings nicht. Jetzt hilft nur noch Blaulicht. Viele Leute gucken halt immer nur nach vorne. Dann müssen wir dann halt schon mal mit Blaulicht und mit Martinshorn arbeiten, bis uns überhaupt jemand wahrnimmt als Polizei. Und manchmal muss auch die gute alte Kelle her. Er hat's verstanden. Weil kein Parkplatz in der Nähe ist, ziehen die Beamten den Wagen an der nächsten Ausfahrt von der Autobahn. Stork ist mein Name von der Autobahnpolizei Münster. Grund des Anhaltens. Zu schnell? Richtig. 20, glaube ich. Nee, 130 haben wir gemessen. Ist ein Videomessfahrzeug. Okay. Mehrere Messungen haben wir gemacht. Ja. Alle zwischen 125 und 130. Okay. Und ich weiß nicht, ob man bei dem Wetter, wenn da 100 ist und da noch Schilder stehen, mit Stau so schnell fahren sollte, Herr Wa. Nein. Gut, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ist verboten. Genau. Auch nicht so günstig.
5% Messtoleranz ziehen wir ab bei einer Geschwindigkeitsmessung durch Provida, also durch Videomessung. Das sind in jedem Fall 7 km/h, die da runtergehen. Da sind wir netto bei 123 zu 20, 23 km/h zu schnell. Okay. Das ist so viel zu schnell, dass ich mir Ihre Personalien aufschreibe. Gibt eine kleine Anzeige. Gut. Geschwindigkeitsübertretung außerhalb geschlossener Ortschaften. Für die 23 km/h zu schnell muss der Fahrer mit einer Strafe von 70 € rechnen. 1, 2, 3 zurück. In circa 4 Wochen gibt's Post. Ja. Können Sie sich vor Ort zu der Sache äußern, müssen uns gegenüber aber keine Angaben machen. Also Verstoß zugeben, nicht zugeben oder gar nichts sagen. Können sich aussuchen. Ja. Gut, Sie sagen nichts, heißt das. Ist das richtig? Richtig. Okay, schönen Tag. Tschüss. Außer der Geldstrafe bekommt der Fahrer auch noch einen Punkt in Flensburg. Die A2 bei Gelsenkirchen. Hier kontrolliert die Schwerlastgruppe der Autobahnpolizei Münster. Die Beamten Mike Ackermann und Stefan Bode haben es auf auffällige LKWs abgesehen. Da kommt was. Oh, da ist einer. Ja. Ja, ist schön, Gefahrguttransport. Gucken wir mal. Ein Gefahrguttransport. Den werden wir jetzt mal anhalten und dann mal überprüfen, ob die Vorschriften eingehalten worden sind, ob die Ladung gesichert ist, ob die Verpackungen in Ordnung sind. Der LKW, den die Polizisten im Visier haben, kann eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer sein. Dann nämlich, wenn der Wagen technische Mängel hat oder die Ladung verrutscht ist. Für die Kontrolle führen die Beamten den LKW aus Polen zum nächsten Parkplatz. Schönen guten Tag. Die Polizei aus Münster, Ackermann. Können Sie Deutsch verstehen? Englisch? Okay, das ist Kontrolle. Ja, Dokumente. Dokumente Truck, Dokumente Trailer. Deine Dokumente, CMR, ADR. Danke. Sehr gut. Schäumbare Polymerkügelchen aus. Das kann nicht gut gehen. Ineos, das geht nicht gut. Open, please. Hinten, open. Und hier eine Seite open. So, lass uns mal eben die Bremsen angucken vorher, bevor wir gleich aufmachen. Oh, die haben eine leichte Bornfärbung. Ganz flächig auch, ne? Ja, nicht volle lang. Breite. Ja, also das Tragbild der Bremsscheiben ist nicht ganz in Ordnung. Lass uns mal eben die nächste nehmen. Oh, die ist etwas stärker. Und guck mal, siehst du, da am Rand hat der auch Rostansatz, ne? Ganz außen. Deutlicher Rostansatz, auch in dem Bereich, wo an sich die Bremsbeläge sein sollten. Das spricht dafür, dass die Achse nicht mehr vernünftig gebremst wird. Dann sollten wir uns mal die andere Seite angucken, ob das nur einseitig ist oder auf beiden Seiten, ne? Genau. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Defekte Bremsen bei einem LKW mit Gefahrgut. Ein unkalkulierbares Risiko. Oh ja. Vom Grundsatz her sieht das genauso aus. Das gleiche Bild wie auf der anderen Seite würde ich zumindest als erheblichen Mangel bezeichnen. Entweder machen die Bremsscheiben hier neu, Bremsscheiben, Bremsbeläge, oder umladen und leer zur nächsten Werkstatt. Voll, denke ich, ist das Risiko zu groß, dass der nicht mehr ausreichende Bremswirkung hat. Schauen wir erst mal, was mit der Ladung ist. Der LKW hat Material zur Herstellung von Styropor geladen. Das sind alles kleine Granulatkörnchen in einem Kunststoffsack. Und dieser Kunststoffsack befindet sich in diesen Octabins, nennen die sich, aus Pappe. In der Regel findet man immer diese Situation vor, dass man versucht, diese Ladung mit Zurgurten niederzuzurren. Das geht aber nicht, weil das Weichverpackungen sind, die sind nicht zurfähig. Und durch diese Kräfte, die oben auf diesen Kantenwinkel kommen, werden diese Kantenwinkel in die Versandstücke gedrückt, sodass es zu einem Austritt von Gefahrgut kommen kann. Auf der A43 bei Münster schüttet es immer noch wie aus Eimern. Für einige Autofahrer aber offensichtlich kein Grund, ihr Tempo zu drosseln. So zum Beispiel der weiße Transporter, den Hartmut Heider und Ralf Stork gerade verfolgen. So, wir haben jetzt hier ein Teilstück, wo 80 bei Nässe ist. Wie wir sehen, ist es eindeutig nass. Ich löse jetzt mal eine Messung aus, weil er vor uns, der Betroffene, mit ca. 115, 116 hierher fährt. 117. Ja, dann nehmen wir mit, ne? Oder? Also eindeutig zu schnell, ja. Trotzdem haben. 80 bei Nässe haben wir ganz oft bei Fahrbahnbelägen, die einen Tacken rutschiger sind oder wo leichte Unebenheiten drin sind, wo dann relativ schnell Aquaplaning entstehen kann.
Und dass es nass ist, das hätte der Fahrer eigentlich auch mitkriegen müssen. Wir machen jetzt bitte Folgen an. Schönen guten Tag, Autobahnpolizei Münster. Dokumente? Sprechen Sie kein Deutsch? Kein Deutsch. Komm mal mit, zeige ich dir, was los ist. Fahrer und Beifahrer kommen aus Bulgarien und fahren Backwaren aus. 80 war da. Und du bist gefahren? 117. Zu schnell. Okay? We were so late. Ja, es ist not my problem when you are too late. It's not my too. When the traffic starts, you know, everybody needs to drive fast. But you have to look at the signs. No, we see. Wir haben sie gesehen, aber wir waren spät dran und wollten noch rechtzeitig kommen, bevor unser Kunde zumacht. Deswegen sind wir schneller gefahren. Tut mir leid, aber so ist das Leben. Passiert halt mal. Statt ein paar Minuten rauszuholen, müssen sie jetzt tief in die Tasche greifen. 120 Euro. 120 Euro. Yeah. It's really too fast. 80 bei Nässe ist etwas diffizil. Man spricht da von einem durchgehenden Wasserfilm, der auf der Fahrbahn herrschen muss. Das vor uns fahrende Fahrzeug, welches zu schnell gefahren ist, hat man kaum gesehen, sodass man doch von deutlicher Nässe sprechen kann, sodass man sich an die Geschwindigkeit von 80 dann auch halten sollte. Jetzt jedenfalls kommen die beiden garantiert zu spät zu ihrem Kunden. Und neben dem Bußgeld gibt es auch noch einen Punkt in Flensburg. Mittlerweile darf man nur noch 8 Punkte haben. Das ist natürlich für die Berufskraftfahrer, wenn die so im Bereich kommen von 4, 5, 6 Punkten, werden die natürlich dann schon relativ nervös. Da hängt immer ein Job dran, eine Familie, vielleicht ein Haus, man weiß es nicht genau. Aber ich finde immer, wer 5, 6 Punkte hat, der weiß, dass er die Punkte hat. Und dementsprechend kann man sich auch mal dann eine Zeit lang zusammenreißen, dass man von den Punkten wieder runterkommt. In Brandenburg hat die Polizei einen LKW gestoppt. Die Ladung ist nicht richtig gesichert und der Wagen ist rostig, eine Achse sogar locker. Polizeihauptmeister Werner Weinhage fordert einen Sachverständigen an. Ja, ich habe einen Sattelauflieger, polnisch. Bevor die Experten von der DEKRA kommen, begutachtet der erfahrene Polizeibeamte das Desaster schon einmal aus der Nähe. Ja. C-Achse in Fahrtrichtung rechts. Stoßdämpfer. Locker. Jo, hab ich. Fangband gerissen, um die Achse abzufangen, wenn sie sich löst. Jo, hey. Hast du. Hier, fertig. Das auf der anderen Seite sieht's gut. Nee, das auch gerissen. Beide Seiten. Und auf einer Seite fehlt eine Befestigungsschraube, die die Achse hält. Die wäre abmarschiert, die hätte er nicht mehr gehalten, die wäre quer über der Autobahn marschiert, wenn er sie verloren hätte. Also nur gut, dass wir ihn angehalten haben. Wahrscheinlich wird er bei Leuten das Leben gerettet. Das ist Schrott, 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 Schrott. Polizeikommissar Ingo Grune, der ein wenig Polnisch spricht, erklärt dem Fahrer, dass sein LKW erhebliche technische Mängel hat. Und die Folge wäre, so eine Achse geht über die Autobahn. Entweder schmeißt den Trailer um oder sie macht quer über der Autobahn irgendein PKW, irgendein LKW trifft es noch. Personenschaden, vielleicht noch Tote. Also man kann sich gar nicht ausmalen, was da alles passieren kann. Da kommt was entgegen. Ich möchte nicht in einem PKW sitzen, wo mir eine Achse vom LKW entgegenkommt. Also die eitert ganz schlecht wieder raus. Eine gute Tat vollbracht heute. Werner Weinhage will den LKW so nicht weiterfahren lassen. Und so sehen es auch die beiden Mitarbeiter der DEKRA, die in der Zwischenzeit eingetroffen sind. Entweder der LKW wird hier vor Ort repariert oder er muss abgeschleppt werden. Wenn wir die Anzeige fertigen und der Betroffene macht hier eine Kartenzahlung. Bußgeld und die Kosten für das DEKRA-Gutachten macht zusammen 460 Euro. Für den polnischen Trucker ein halber Monatslohn. Jetzt muss Werner Weinhage noch sicherstellen, dass sich der LKW-Fahrer nicht einfach aus dem Staub macht, sobald die Beamten abgerückt sind. Wir werden die Papiere
an uns nehmen, werden sie auf der Wache im Fürstenwalde deponieren. Und dort kann er dann anrufen und dann kriegt er seine Papiere wieder. Und zum Schluss noch einmal eine klare Ansage. Wenn du so weiterfährst, dann ist es Vorsatz und dann wird es noch teurer. Die Beamten hoffen, dass der Mann alles verstanden hat und einsichtig ist. Mehr können sie nicht machen. Während die Polizisten weiterziehen, bleibt der Fahrer zurück und muss jetzt auf den Reparaturservice warten. Die A43 bei Münster, ein Unfallschwerpunkt. Polizeihauptkommissar Hartmut Heider und Polizeioberkommissar Ralf Stork haben in einer Baustelle den nächsten Verkehrssünder entdeckt. Jetzt sehen wir, warum man auf dem linken Fahrstreifen nur mit PKWs fahren darf, die schmaler als 2,10 Meter sind. Weil er jetzt gar keine Chance hat, so richtig an dem LKW vorbeizukommen, ohne sich oder den LKW-Fahrer zu gefährden. Oder gar den Gegenverkehr. Solche Vergehen haben schon Massenkarambolagen zur Folge gehabt. Wenn man das jetzt sieht, er hat rechts 15 cm und links vielleicht 10 cm Platz. Da braucht nur eine Schwenkbewegung von dem LKW-Fahrer kommen. Dann fährt er hier in die kleinen Schutzplanken rein oder durchschlägt die sogar, wenn wir Pech haben. Aber der Fahrer fährt unverdrossen weiter und setzt an, den nächsten LKW zu überholen. Er ist also wirklich darauf angewiesen, dass der LKW-Fahrer ganz rechts auf seinem Fahrstreifen bleibt. Weil ansonsten würde er auf jeden Fall nach links gedrückt. Ich würde sagen, den halten wir mal an. Nicht zuletzt, weil der Transporter auch deutlich zu schnell in der Baustelle mit Tempolimit 60 unterwegs ist. Also runter von der Autobahn und rauf auf einen Parkplatz. Der Grund, warum wir sie anhalten, zweierlei Sachen. Ja. Die eine Sache ist die Geschwindigkeit. Sie waren ein bisschen schnell in der Baustelle, 60 war da. Ich war 80. Ja, wir haben zwei Messungen gemacht, eine mit 90 und eine mit 94. Und der zweite Grund, warum ich Sie angehalten habe, da würde ich Sie mal eben bitten, auszusteigen. Ich bin 80 Kilometer, also 20 mehr. Nee, 90 sind Sie gefahren, 30 mehr. Und der zweite Grund, warum wir Sie angehalten haben, den zeige ich Ihnen mal eben am Video. Kommen Sie mal mit. Polizeioberkommissar Ralf Stork zeigt dem Fahrer das Beweisvideo. Anschauungsunterricht. Haben Sie gesehen, dass Anfang der Baustelle stehen Schilder? 60. 60 und dass man links nur mit 2,10 Meter fahren darf, Breite. Und Ihr Fahrzeug ist 2,25 Meter ohne Spiegel. Haben Sie das gemerkt, wie eng das war, als Sie neben dem LKW fahren? Da haben Sie auch ein bisschen Angst gehabt, weil Sie gebremst haben, ne? Und wie knapp Sie da an der Begrenzung zu der anderen Fahrbahn sind. Gucken Sie mal den Abstand, das sind 10, 15 Zentimeter. Wenn der LKW-Fahrer einmal nur aus Versehen so macht, ja, dann sind Sie auf der anderen Fahrbahn. Dann durchbrechen Sie da die Planke. Ja, ja, das ist eng. Das ist echt knapp. Dass Sie schneller gefahren sind, sehen Sie gleich. Aber Sie haben gesehen, dass das sehr knapp ist. Das ist sehr gefährlich. Sie dürfen nicht links fahren mit Ihrem Auto. Sie müssen, gucken Sie mal, wie schnell Sie fahren. Und da ist immer noch 60. Ja. Ne? Das geht nicht. Okay? Da gibt es eine kleine Anzeige. Dass der Fahrer verbotenerweise links gefahren ist, ahnten die Beamten nicht. Sonst wären noch 20 Euro mehr fällig. Sie bauen vielmehr darauf, dass der Anschauungsunterricht mittels Video bei dem Mann ein Umdenken auslöst. So, Papiere gibt's zurück. In circa 4 Wochen gibt's eine Anzeige. Steht dann drin, dass Sie zu schnell gefahren sind. Wird kosten zwischen 80 und 100 Euro. Sie müssen langsamer fahren. Und in Baustellen bleiben Sie rechts hinter dem LKW. Das ist echt gefährlich, okay? Ja, richtig. Okay. Okay. Schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie Bescheid sagen. Okay. Tschüss. Ein paar Kilometer weiter haben die Kollegen von der Schwerlastgruppe diesen LKW mit Gefahrgut aus dem Verkehr gezogen. Die Bremsen sind nicht okay. Und die Ladung wurde mit Spanngurten gesichert. Keine gute Idee bei weichen Verpackungen dieser Art, weil sie nachgeben könnten. Wir können mit dem Messgerät die Vorspannung in dem Gurtband messen. Und hier ist also keinerlei Vorspannung drin. Im Grunde hätte sich der Fahrer die Arbeit sparen können, da überhaupt was drüber zu machen. Sind wirkungslos. Sieht zwar gut aus, aber keinerlei Wirkung.
Außer der, dass die achteckigen Kartons beschädigt wurden. Sie sind mit einem leicht entzündlichen Granulat zur Styroporherstellung gefüllt. Ich schaue mir jetzt die Stelle genau an, ob möglicherweise auch der Innensack Schaden genommen hat. Der ist kaputt? Der Innensack, schauen wir mal. Nee, der Innensack ist heile. Soweit die Ladung. Doch was ist mit den Bremsscheiben? Von außen waren klar Rostspuren zu sehen. So, dann müssen wir einmal von. Du guckst einmal von innen jetzt, ne? Ich guck jetzt mal eben von innen. Ich mache jetzt mal eben eine Tauchfahrt. Der zur Unterstützung gerufene Kollege ist Technikexperte. Und er bestätigt den Verdacht. Mit den Bremsen ist etwas nicht in Ordnung. Aber die Scheibe sieht von innen auch nicht gut aus. Zeigt dasselbe Tragbild wie außen? Ja, das ist eher noch schlimmer. Aber die andere Seite sieht noch schlimmer aus. Die andere Seite ist innen ungebremst. Die Vorderachse, die hat auch keine ABS-Sensoren mehr. Die haben sie rausgebaut. Echt? Ja, die fehlen auf beiden Seiten. Diese Achse hier, die ist ganz kritisch. Die Seite sieht echt erschreckend aus. Die sieht nicht gut aus. Oh ja, ja, sehe ich von hier schon. Ja, da ist gar nichts mehr. Da machen wir mal ein Foto von. Oh ja. Ja, da sieht man. Da bremst nichts. Ein LKW, bei dem mindestens eine Aufliegerachse nicht bremst. Eine tödliche Gefahr, auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Eindeutiger Verdacht, dass der gar nicht mehr bremst. Der wird gar nichts mehr auf der Scheibe haben. Okay, ja, dann muss er am Bremsenprüfstand. Also morgen in Polizeibegleitung zum Bremsenprüfstand. Also, Stems, Bremsen, kaputt. Stop. Load Security, Ladung, auch ganz schlecht, stop. Okay, du hier, stop. No fahren, no driving. Stop waiting. Entweder muss dieses Fahrzeug hier vor Ort umgeladen werden, sodass das dann leere Fahrzeug unter Polizeibegleitung zur nächsten Werkstatt gefahren werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht, dass ein Truck Service sich das anschaut, ob das überhaupt hier vor Ort reparaturfähig ist. Wenn ja, kann das natürlich hier repariert werden. Wenn nein, dann müsste natürlich das Fahrzeug dringend in eine Werkstatt. Dies geht aber nicht beladen. So oder so, auf die polnische Spedition kommen auf jeden Fall erhebliche Kosten zu. Zurück auf der A43. In ihrem Videomesswagen haben die Polizisten Hartmut Heider und Ralf Stork etwas Verdächtiges bemerkt. Und zwar hinter sich. Ja, der Fahrer hinter uns, der telefoniert, also hat man deutlich gesehen. Handy in der linken Hand, am linken Ohr. Der Ralf schaltet jetzt mal die Heckkamera ein. Wegen der aufgewirbelten Gischt dauert es einen Moment, bis sich die beiden Beamten sicher sind. Also man hat es deutlich gesehen, linke Hand am linken Ohr. Dann werden wir den gleich an geeigneter Stelle mal rausziehen. Wir halten immer nur entweder in Anschlussstellen oder auf Parkplätzen an. Oder in toten Autobahnstücken, weil das auf dem Seitenstreifen viel zu gefährlich wäre. Denn immer wieder gibt es tödliche Unfälle, wenn Personen zu nah am Fahrbahnrand sind. Guten Tag, Stork ist mein Name von der Autobahnpolizei Münster. Grund des Anhaltens? Das Telefonieren während der Fahrt ist verboten. Ich weiß, aber mein Chef hat mich angerufen. Und ich gehe normalerweise nicht dran. Ich habe sonst immer den Kopfhörer. Ja, mag ja sein, dass es ein Einzelfall ist. Nur wir haben gesehen, dass Sie telefoniert haben. Und wenn Ihr Chef möchte, dass Sie während der Fahrt telefonieren, dann soll er Ihnen eine Freisprecheinrichtung einrichten. Weil so haben Sie Ärger und nicht Ihr Chef. Sieht also so aus, wir schreiben da eine Anzeige zu. Es ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich, während der Fahrt zu telefonieren. Und gerade wenn man als Kurierfahrer unterwegs ist, da weiß man, dass man zwischendurch mal vom Chef angerufen wird. Es gibt Ohrstöpsel dafür. Müssen Sie ein bisschen dran arbeiten. Jetzt zahlen Sie 60 Euro plus 25 Euro Bearbeitungsgebühr, 85 Euro. Da kriegen Sie 3 Freisprecheinrichtungen für. Müssen Sie sich mal überlegen, ob Sie sich nicht vielleicht eine zulegen. Und das gibt jetzt Punkte oder so? Das gibt einen Punkt, ja. Schmerzlich, besonders für einen Berufskraftfahrer. Sein Chef hat ihn angerufen, das haben wir ganz oft gerade bei so Versandboten, dass der Chef anruft und sagt, hier fahr noch mal eben dahin oder fahr hierhin. Nur das ist für uns kein Grund. Die sollen sich eine Freisprecheinrichtung kaufen, die erheblich günstiger ist als jetzt das Bußgeld, was auf ihn zukommt. 1, 2 zurück. Denken Sie dran. Sparen Sie sich das mit dem Telefonieren, das bringt nichts. Ja, ich weiß. Aber was hätte ich jetzt machen sollen? Ja. Dumm gelaufen. Zur Not einen Parkplatz anfahren, den Chef zurückrufen. Sie haben da hinten Pakete drin. Ich weiß nicht, ob die schwer sind. Was meinen Sie denn, was passiert, wenn Sie irgendwo vorfahren mit diesen Paketen?
Die sind leicht. Die sind jetzt leicht, natürlich. Nur wenn sie dann ein Paket drauf haben, was schwer ist, und sie machen eine Vollbremsung oder fahren irgendwo vor und das rutscht nach vorne, das durchschlägt die Kopfstütze und danach ihren Nacken. Dann müssen sie entweder dann noch sowas quer vormachen oder so stapeln oder laden, dass das nicht nach vorne rutschen kann. Das ist lebensgefährlich, guter Mann. Dann müssen wir eben umladen. So geht das nicht. Ne? Sollen wir mal zusammen gucken, wie wir das hinkriegen? Polizeioberkommissar Ralf Stork zeigt dem Fahrer, wie er umpacken muss, damit die Ladung sicher ist. Super. Der Fahrer darf jetzt weiter. Alles da. Auch die Beamten fahren zurück auf die Autobahn. Zwar ist ihr Wagen vor allem dafür ausgelegt, Raser zu überführen, aber damit begnügen sie sich nicht. Gerade das Handy-Telefonieren ist in letzter Zeit so häufig geworden. Auch das WhatsAppen oder SMS-Schreiben. Man guckt runter, guckt auf sein Handy. Und gerade auf der Autobahn ist man dann ruckzuck, hat 300, 400, 500 Meter im Blindflug hinter sich gebracht. Wie gesagt, das ist halt gefährlich. Ich hatte einen Unfall mit einem LKW-Fahrer, der war mit seinen beiden Kindern unterwegs, hat während der Fahrt mit seiner Frau telefoniert und ist dann aufs Stauende gefahren. Und die Frau hat die ganzen Bergungsmaßnahmen am Telefon mitgekriegt und leider auch, dass ihr Mann, also der Fahrer, verstorben ist vor Ort. Das sind so Sachen, die bleiben dann natürlich hängen. An einer Auffahrt auf die A2 bei Gelsenkirchen haben die Lkw-Kontrolleure Mike Ackermann und Stefan Bode aus Münster das nächste Fahrzeug im Visier. Sollen wir mal den blauen Lkw nehmen? Ja. Kannst du ja mal versuchen, ob wir den noch kriegst? Das wird knapp, aber wir können es ja mal probieren. Vielleicht kommen wir da noch dran. Das war eine Aufschrift von einem belgischen bzw. niederländischen Unternehmen. Es waren aber osteuropäische Kennzeichen dran, sodass das wahrscheinlich der Zweitbesitz ist. Ja, bei osteuropäischen Fahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ein Problem mit Ladungssicherung haben. Das muss nicht sein. Wer war das hier? Ne? Der vorne da. Im Gegensatz zu ihren Kollegen im Videomesswagen agieren die Lkw-Kontrolleure rein auf Verdacht. Dabei hilft jahrelange Erfahrung und Bauchgefühl. Hallo, Stefan Bode, Autobahnpolizei Münster, Verkehrskontrolle. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Little English. Ja, danke. Sie fahren nach Kassel? Ja. Das zumindest ist der Plan, bis Mike Ackermann einen Rundgang um den Wagen macht. Also man kann auf jeden Fall sehen, der ist also über irgendwas Scharfes, ist er drüber gefahren. Hier hat er sich also ringsherum den Reifen so leicht aufgeraut. Hast du mal festgestellt mit den Reifen? Ja, hier, genau wie ich vermutet habe. Auf der gegenüberliegenden Seite, ungefähr in der Höhe, auch dieser Schnittschaden, ja, rundumlaufend. Hier siehst du den tiefen Einschnitt, ne? Hier. Oh, der sieht ja aus. Da ist er richtig tief reingelaufen. Und er klafft hier auch schon auseinander, ne? Ja, er ist auch mehrfach drüber gefahren. Also das war irgendwie eine sehr scharfe Kante. Kann auch sehen hier. Kannst du da schon Gewebe sehen, oder? Ja. Hier in diesem Bereich sieht man das Stahlgeflecht der Karkasse, also noch sehr glänzend. Hier in diesem Bereich sieht man auch schon das Stahlgeflecht der Karkasse. Da ist es leicht korrodiert schon stellenweise, was darauf schließen lässt, dass dieser Schaden nicht erst heute passiert ist, sondern möglicherweise vor 2-3 Tagen sowas. Soll er hier wechseln? Richtig. Also er darf jetzt nicht weiterfahren. This tire is damaged. Look here. Yeah. And can you change the wheel here? Try itself yourself or called for truck service? No. you are the truck service? Yeah. Maybe you take a call to your company. Yeah. And your company can call a truck service also one. Yeah, I call my company. Yeah. Die Gefahr besteht, dass sich der Reifen während der Fahrt ablöst und dann haben wir eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und es ist auf jeden Fall auch eine Gefahr für das eigene Fahrzeug hier. Der kann in Schleudern geraten, Reifenteile können durch die Gegend fliegen. Ist also hochriskant, mit einem Reifenschaden in der Form weiterzufahren. Und darum muss der Fahrer den Reifen auch hier wechseln. Stellen Sie sich vor, wenn Sie über eine Reifendecke drüber fahren, die Reifendecke, die wiegt locker 70, 80 Kilo, dann ist Ihr Pkw kaputt. Sie kommen in Schleudern, kommen von der Fahrbahn ab, gefährden weitere Verkehrsteilnehmer. Und der Lkw-Fahrer selbst gefährdet sich dadurch natürlich auch selbst, weil er sein Fahrzeug auch nicht mehr kontrollieren kann.
Ich habe meine Chefin angerufen und sie hat mir gesagt, wie man das Rad wechselt. Nach den Instruktionen via Telefon macht sich der Fahrer ans Werk. Doch einige Radmuttern sitzen bombenfest. Nach 30 Minuten ist das alte Rad endlich unten. Und das ist jetzt der Ersatz, ja? Ja. Das neue ist schon halb drauf. Wobei neu in diesem Fall nicht ganz zutrifft. Ah! Ah! Warte mal. Ja, kann er vergessen. Der wird auch nicht aufgezogen. So, ihn einmal abmachen und wenn er den runter hat, dann können wir uns den nochmal angucken, bevor er den festschraubt. Ja. Also wieder runter mit dem Rad, das immerhin rund 120 Kilo wiegt. Mike hat da irgendwas festgestellt, dass mit dem Reifen auch irgendwas nicht in Ordnung ist. Not good. Auch hier guckt das Gewebe raus. Wenn das Gewebe rausguckt, also das Stahlgewebe, dann ist das ein erheblicher Mangel. Dann darf er diesen Reifen nicht nutzen. Dumm für ihn jetzt, es war der Ersatzreifen, den er draufziehen wollte. Und jetzt ist unsere Entscheidung, er darf den nicht nutzen, den Reifen. Also wird er wahrscheinlich gleich auch wieder den Truckservice holen müssen, der eben neuen Reifen bringt. Schlecht durch ganz schlecht ersetzt. Dumm gelaufen für den Fahrer, dass die Beamten sich nicht so leicht hinters Licht führen lassen. Die Kollegen Hartmut Heider und Ralf Storck sind wieder auf der Autobahn unterwegs. Mit ihrem Videomesswagen fahren sie durch eine Baustelle. Tempo 60 ist hier vorgeschrieben, weil die Spuren sehr eng und nur durch eine niedrige provisorische Leitplanke von der Gegenfahrbahn getrennt sind. 100. Der Kombi vor ihnen ist viel zu schnell. Die Beamten geben sich zu erkennen und der Fahrer folgt ihnen, obwohl sich ein anderer Wagen plötzlich dazwischen setzt. An der nächsten Ausfahrt stellen sie den Verkehrssünder zur Rede. Guten Tag. Storck ist mein Name von der Autobahnpolizei Münster. Einmal bitte den Führerschein und den Fahrzeugschein. Grund des Anhaltens, die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit gerade in der Baustelle, Herr... Bisschen schnell waren Sie unterwegs. Ist Ihnen bewusst, ja, ne? Mehrere Messungen haben wir gemacht, alle zwischen 93 und 100. Ich war zu schnell bei 60, ich weiß. 60 war erlaubt, ja. Man war so schön frei heute. Ja, wenn wir jetzt die 100er-Messung zugrunde nehmen, ziehen wir 5% Messtoleranz ab bei einer Geschwindigkeitsmessung mit Provida, wie wir das machen. Bleibt eine Netto-Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 Stundenkilometer. Eindeutig zu viel. Können also einen Verstoß zugeben, nicht zugeben oder auch gar nichts sagen. Wie möchten Sie es halten? Ich muss ja eh noch was sagen, dann sage ich jetzt nichts. Gut. Polizeioberkommissar Ralf Storck nimmt die Daten auf für die Anzeige. Es ist schon die vierte erhebliche Geschwindigkeitsübertretung, die er heute ahndet. 1, 2, 3 zurück. Danke. Von meiner Seite aus war es das. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, denken Sie nur dran, Zeit spart man nicht wirklich. Und wenn Sie da statt 60, 70 fahren, statt 100, das sind 2-3 Minütchen. Wenn man sich die sparen kann, 120 Euro jetzt. Sie haben recht. Gut, ach, das höre ich am allerliebsten. Alles klar, schönen Tag. Tschüss. Und auf die 120 Euro gibt es noch einen Punkt in Flensburg obendrauf. Die A12 nahe der Grenze zu Polen. Mit ihrem Videobus sind Werner Weinhage und Ralf Rieck immer noch im Einsatz. Was willst du denn mal? Abstand? Ja, Abstand. Hier vorne vor. Den Kühler? Wo der weiße PKW jetzt dahinter ist. Naja, den halt. Kühler. Ja, den Kühler. Schönen Schattenwurf. Wunderbar. Den Abstand auf der Autobahn kann man eigentlich ganz einfach überprüfen. Die Straßenmarkierung, die aufgebracht ist auf der Fahrbahn, die weißen Striche sind 6 Meter und die Zwischenräume sind 12 Meter. Daran kann man dann eher sehen, wie weit der Abstand ist. Und den Abstand, den das Fahrzeug jetzt vor uns hat, der ist maximal 20 Meter, 50 sollten Sie haben. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 50 km/h. Zu wenig Abstand ist eine der Hauptursachen für tödliche Unfälle auf der Autobahn. Die Gefahr ist, dass das Letzte, was der Lkw-Fahrer sieht, die roten Lichter sind. Und dann hängt da hinten drauf,
die LKWs haben ja auch keine Knautschzone vorne. Die haben ja nichts, wo man sagen kann, da ist noch was. Einschlag gleich Fahrersitz. Die Beamten prüfen, wie lange der LKW seinem Vordermann schon zu nahe auffährt. 36, das sind schon 3 Kilometer. Zieht noch weiter auf. Ich überhole jetzt. Werner Weinhage dirigiert den LKW auf den nächsten Parkplatz. Als allererstes beanstandet er beim polnischen Fahrer das fehlende Schuhwerk. Anziehen. Der wird nicht barfuß gefahren, das ist verboten. So, Kontrolle Polizia, Prawo jazdy dowód. Okay, dziękuję. Die Beamten lassen sich die Fahrerkarte des Truckers geben und lesen den Fahrdatenspeicher aus. Dann konfrontiert Werner Weinhage den Fahrer mit seinem Verstoß. Kollege, kommen Sie mal bitte. Wir haben dieses Problem. Ja? Von hier bis hier, 50 Meter. Ist Minimum. Muss ich zaplatschen, Mandat von 108,50 Euro. Ja, wenn du lachst, mir ist irgendwie egal. Cash oder Karte? Ich habe gar kein Geld. Na, dann müssen Sie sich auf der Karte was überweisen lassen. Nehmen wir Penunze. Du hast ein Problem. Und jetzt? Ja, dann. Telefon. Der Fahrer scheint sich über die Beamten lustig machen zu wollen. Sieh zu, wie du zurechtkommst. Nimm mal nix Penunze. Das heißt, er hat kein Geld. Hat keine Karte, hat kein Geld. Im Zweifelsfall wird er diese 2 Zettel hier ausfüllen, dass er belehrt worden ist über diese Ordnungswidrigkeit, die er begangen hat. Dann werden seine Personalien aufgenommen. Dann fährt er sich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und die wird ihm nach Polen nachgesandt. Plötzlich hat der Fahrer doch Geld, meckert aber weiter. Nehmen wir Diskussion. Hier ist Foto, ist alles in Ordnung. So, es ist eben allgemein so, erstmal versuchen, auf die Art und Weise rumzukommen, dass man kein Geld hat, dass man nicht bezahlen muss. Dann sagt man einfach zum Polizisten, ich habe kein Geld. Dann muss man eben warten und dann eben tiefer bohren. Das hat man aber, wenn man das jahrelang gemacht hat, kennt man eigentlich die Mentalität. Das ist für Kautzja, Pisac, Potpis und Schidac. Hier hast du einen Kugelschreiber, kannst du dich mit deiner Sache befassen. Ja, plötzlich und unerwartet ist er doch noch im Besitz von 100 Euro gewesen. Die hat er jetzt hier hinterlegt. Jetzt schreibe ich hier eine Sicherheitsleistung in Höhe des Betrages, dass er diesen Bar bezahlt hat. Davon bekommt er eine Durchschrift und dann kann er seine Fahrt fortsetzen. Den Rest der Strafe muss der polnische Fahrer überweisen. Tut er es nicht, bekommt er bei der nächsten Kontrolle in Deutschland eine noch höhere Strafe aufgebrummt. Der Mann ist gereizt. Naja, der war ganz schön aufgebracht. In der Hinsicht, weil es ein Haufen Geld für ihn. Er hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Dass nur Deutschen werden fahren gelassen und nur die Polen werden hier abgezogen. So sinngemäß hat er gesagt. Man muss bei diesen Kontrollen immer sehen, der Kraftfahrer, der ist derjenige, der losgeschickt wird und soll für andere Geld verdienen. Na klar, das sind die letzten, der ärmsten Schweine, man muss es mal so ausdrücken. Und sie müssen ihr Geld harte verdienen. Und man muss auch bei immer ein bisschen Mensch bleiben bei der ganzen Sache. Aber gerade bei Nicht-Einhalten von Abstand, da hört die Freundschaft auf.